Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 8 und zwar für die Handelstage vom 18.02. bis 22.02.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFD Brokers hier und wir wollen uns natürlich auch wie gewohnt hier im Big Picture den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold widmen, wollen schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert. Welche wichtigen Bereiche waren hier wichtig im Chart und vor allem, was könnte jetzt hier in der kommenden Woche an Bereichen, an wichtigen Widerständen und Unterstützungen wichtig werden für die Handelswoche und vor allem, welche Kerntendenzen könnten hier grundsätzlich eintreten? Bevor wir mit allem starten, erstmal an dieser Stelle der Hinweis, JFD Brokers ermöglicht es jetzt reguläre, richtige Aktien kostenlos zu handeln, ohne Gebühren, ohne Kleingedrucktes und wenn ihr hier auf die Website von jfdbrokers.com geht, /de, dann kommt ihr direkt auf die deutsche Seite. Rechts gibt es so einen Button, der da kostenlos sich nennt. Wenn ihr da mit der Maus rüber geht, kommt ein neues Fenster mit dem Button mehr erfahren. Da einfach mal draufklicken, sich dann die kommende Landingpage durchlesen. Hier steht alles nochmal ausführlich erklärt zu der aktuellen Aktienofferte. Gebühren, null Gebühren für den Handel mit Aktien und es wird nicht nur eine 2-Wochen-Aktion sein, sondern das ist hier das neue Credo von JFD Brokers, dass da der Handel mit regulären, richtigen Aktien, also keine CFDs auf Aktien, sondern richtige, reguläre Aktien, physische Aktien quasi kostenlos ist und alle Regeln, alle Regularien dazu findet ihr hier entsprechend auf der Seite. Wir wollen erstmal auf den Risikohinweis blicken. Schaut euch diesen bitte an, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr entsprechend die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls auch vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading und zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir gleich erstmal auf den Wirtschaftszahlenkalender schauen für die kommende Handelswoche, was da erstmal an Wirtschaftskennzahlen wichtig ist, erstmal auch wieder wie gewohnt ganz kurz der Blick hier auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers beziehungsweise dann eben auf diese Videos, auf diese Trading-Wochenanalyse und wenn ihr dann hier unterhalb dieses Videos runterscrollt, auf Show More gehen oder mehr Anzeigen gehen, dann seht ihr das hier, die entsprechenden Märkte, über die ich hier spreche, die ich analysiere, dass diese hier unten nochmal aufgelistet sind, dahinter eine Zeitangabe und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, dann landet ihr im Video direkt bei der Analyse des jeweiligen Marktes, also wer sich jetzt hier zum Beispiel nur die Goldanalyse oder nur die Euro-US-Dollar-Analyse, nur die S&P-Analyse eben anschauen möchte, einfach hinten auf diese Zeitangabe klicken und dann landet ihr, wie gesagt, im Video direkt bei der Analyse für diesen Markt dann. Zusätzlich auch nochmal an der Stelle, ich danke natürlich vielmals, dass ihr diesen Videos immer so schöne Daumen nach oben gebt und bitte natürlich auch nach wie vor darum, dass ihr das tut, dass ihr das Feedback zu diesen Videos weiterhin gut ist und wir natürlich die Videos weiterhin hier für euch auch kostenlos anbieten, also hier contentfreie Analysen für euch hier, für Kunden bzw. für alle natürlich hier, die hier auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers kommen. Wir starten, wie eben schon erwähnt, erstmal mit dem Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Und da fällt erstmal als allererstes auf, wir haben hier noch keine Relevanz eingestellt. Ich bin ja da immer ganz gerne auf der Seite von finanzen.net. Da gibt es natürlich zahlreiche Wirtschaftskalender, die man sich im Internet anschauen kann. Ich persönlich mache das auf der Seite, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Das ist auch völlig egal, wo man das im Endeffekt tut. Jetzt muss ich hier mal kurz pausieren, jetzt ist das eben ab. Und da bin ich wieder da und auch der Wirtschaftszahlenkalender wieder. Also, Tag des Präsidenten hier am Montag. Also das bedeutet, es ist Feiertag in den USA, eingeschränkter Handel. Schaut hier auch gerne immer auf den entsprechenden Webseiten der Börsen nach, wo denn da die regulären Märkte, Aktien etc. gehandelt werden. Hier als Beispiel mal die Seite der New York Stock Exchange. Da kann man auf den Holidays-Kalender gehen und kann hier entsprechend dann schauen, wann sind Feiertage, was bedeutet das. Man kann dann hier sehen, Washington's Birthday, Monday, February 8th. Und man kann das eben hier sehen und entsprechend sollte man sich dann hier diese PDF zum Beispiel runterladen. Da stehen dann eben die Handelszeiten. Man kann das Ganze für die CME machen, für die Globex machen und so weiter. Also schaut euch das an für die Märkte, die ihr handeln wollt, wie da denn die Handelszeiten sind, die regulären Handelszeiten und achtet darauf, dass eben teilweise die Märkte schließen, eher schließen als gewohnt und dass man dann eben auch gegebenenfalls ein paar Stunden hier an dieser Stelle
einfach schlichtweg nicht handeln kann. Dann blicken wir wieder auf den Wirtschaftszahlenkalender und machen jetzt hier mal wieder auf hohe Relevanz, schauen uns das Ganze an. Und da sehen wir auch wie in der vergangenen Handelswoche, dass nicht so, so extrem wichtige Dinge kommen. Da kommt zum einen, was ich denke, was recht wichtig ist, ist am Mittwoch hier um 12 Uhr recht ungewohnt für die Amerikaner, aber hier am Mittwoch dann um 12 Uhr Einzelhandelsumsätze und abends um 20 Uhr FOMC-Protokoll. Das könnte auch nochmal ein bisschen Bewegung geben. Also hier am Mittwoch kann durchaus ein bisschen schmackesbedingt durch die Zahlen hier in den Markt reinkommen. Ansonsten alles relativ uninteressant hier in der kommenden Handelswoche. Was haben wir hier? Einkaufsmanager-Index Deutschland 39 Dollar. Das ist alles nicht ganz so interessant. Also ich denke, wenn, dann kommt hier am Mittwoch entsprechend Schmackes rein. Weiterhin natürlich USA, China, immer ein Thema. Dann eben natürlich der Brexit weiterhin ein Thema. Dann eben geht es jetzt darum, in Amerika, dass ja hier eben Donald Trump den Notstand ausruft und seine Mauer bezüglich dessen baut. Das wurde erstmal vom Markt positiv aufgefasst und gerade, weil dann eben vor allem nicht wieder ein Shutdown droht. Zumindest sieht das Bild aktuell so aus. Also hier sollte man natürlich auch immer so ein wenig den Blick drauf haben. Das sind ja so aktuell die Kerndinge. Zusätzlich natürlich hier FOMC-Protokoll eben am Mittwoch 20 Uhr. Die FED-Zinsentscheidung bzw. die Geldpolitik, Zinspolitik hier. Der FED ist ja aktuell auch ein Thema, was die Märkte immer mal wieder bewegt. Und das ist so das, was auch in der kommenden Handelswoche, denke ich, wenn dann überhaupt die Märkte bewegen sollte. Jetzt blicken wir auf den DAX. Ich habe hier mal ganz kurz die Analyse schon mal von der vergangenen Woche eingezeichnet und ziehe hier auch nochmal die Analyse kurz rein. Also wir hatten ja in der vergangenen Handelswoche eigentlich erstmal gesagt, da wir zum Ende der vergangenen Handelswoche ja hier Bewegung auf der Unterseite hatten, dass gegebenenfalls hier unterhalb dieses Bereiches, ich blende auch gleich den Chart nochmal ein, es durchaus sein kann, dass der Markt sich gegebenenfalls auf der Abwärtsseite weiter bewegt. Es war hier allerdings, die erste Bewegung war kurz da, in diesen wichtigen richtungsentscheidenden Bereichen etwa 11.044. Von hier kam kurzzeitig Reaktion nach unten. Das sieht man allerdings auf dem 4-Stunden-Chart jetzt nicht ganz so deutlich, weil hier einfach die Reaktion relativ schnell stattfand und dann rutschte der Markt sehr, sehr zügig hier in Richtung Norden und dieses Aufwärts-Setup, was wir hier eingezeichnet haben, kam relativ zügig zum Tragen und ich habe jetzt versucht, nochmal hier die Linien und Pfeile in einer ähnlichen Variante, wie ich sie in der vergangenen Handelswoche eingezeichnet hatte, dann auch hier nochmal einzuzeichnen und wir sehen, dass hier so die wichtigen Bereiche, die wir für den Markt hier immer festlegen, auch in der Trading-Wochenanalyse gerade, was eben auch diesen richtungsentscheidenden Bereich betrifft. Dass man natürlich jederzeit immer überlegen muss, okay, der Markt kann steigen, der kann genauso fallen. Man kann es nicht vorhersehen, was passiert. Man kann dann nur entsprechend darauf reagieren, wenn der Markt eben fällt, beziehungsweise wenn der Markt steigt. Und hier versuche ich wenigstens immer einen Bereich festzulegen, für mich festzulegen, der da die Richtung eigentlich bestimmen sollte. Und man sieht relativ eindeutig, dass dieser Bereich hier erstmal zum Beginn der Handelswoche dafür sorgte, dass man relativ zügig wieder auch auf der Long-Seite hier im DAX von den Gedanken unterwegs war und dass dann eben auch nochmal, bevor am Freitag diese enorme Rallye auf der Aufwärtsseite stattfand, hier dieser richtungsentscheidende Bereich einfach in Anführungsstrichen nur nochmal getestet wurde. Es sah zwar dramatisch aus hier am Donnerstag. Am Donnerstag war auch erstmal die Abwärtsseite interessant und wir konnten hier auf der Abwärtsseite auch Geld verdienen. Am Freitag war dann aber auch relativ zügig schon wieder klar, dass hier die Aufwärtsseite interessant wird und dass hier eben entsprechend, wenn dann eben nicht das Geld auf der Abwärtsseite, sondern eben vielmehr auf der Aufwärtsseite verdient werden sollte, beziehungsweise dass die Chancen einfach ganz gut stehen, dass es hier auf der Long-Seite dann auch weitergeht entsprechend und man hier eben nicht unbedingt shorten sollte. Und jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich für die kommende Handelswoche anschauen. Wir sind natürlich jetzt hier mit sehr, sehr deutlicher Stärke aus dem Markt rausgegangen am Freitagabend. Wir hatten ja vergangene Handelswoche im Prinzip den Schlusskurs hier unten. Da sah das alles relativ dramatisch aus. Und von dort sind wir natürlich hier mit dem grundlegenden Trend. Ja, auch der DAX läuft ja in irgendeiner Art und Weise nach oben. Auch wenn wir uns gleich den S&P anschauen, der da wirklich extremst sauberer die Aufwärtsseite aufbaut. Aber nichtsdestotrotz ist der DAX ja auch irgendwie long unterwegs. Und wir haben hier im DAX auf jeden Fall auch in der vergangenen Handelswoche ganz deutlich gezeigt bekommen, ich möchte steigen, Eröffnungskurs hier quasi am Wochentief. Und der Schlusskurs
am Wochenhoch, also eine sehr, sehr starke, sehr, sehr deutliche Long-Woche. Und das bedeutet natürlich auch primär erstmal, dass der Fokus hier weiterhin auf der Long-Seite liegen sollte. Und wir hatten hier aus der vorvorletzten Handelswoche, haben wir einen Bereich, mit dem wir auch in der vergangenen Handelswoche gearbeitet haben, dann in den täglichen Analysen, in den täglichen Livestreams. Und dieser Bereich hieß da 150 bis in etwa 165. Der 165er Bereich ist ja hier auch als aktuelle Unterstützung, vorher dann zeitweise auch als Widerstand im Markt schon eingezeichnet. Und wir haben auch mit diesem Bereich in der Vergangenheit hier schon mal gearbeitet. Das ist dann diese Zone, die hier schon mal blau markiert war. Und ich denke, beziehungsweise ich sehe es als durchaus realistisch an, diesen Bereich 150 bis 165 nun erneut als einen richtungsentscheidenden Bereich zu wählen. Ich markiere das mal. Das war eben in der vergangenen Handelswoche ja noch hier unten dieser Bereich um die Marke 11.044 bzw. knapp darunter. Und jetzt wandert dieser Bereich natürlich etwas nach oben. Also, solange der Markt sich oberhalb diesen Bereiches bewegt, sollte hier die Aufwärtsseite weiterhin interessant sein. Und somit sind hier natürlich Rücksetzer an entsprechende Unterstützungen. Da haben wir zum einen dieses Hoch hier vom Donnerstag, war das? Genau, Donnerstag oder Mittwoch, weiß ich jetzt gar nicht genau. Dieser Hochpunkt, dass dieser angelaufen werden kann, beziehungsweise hier noch dieses Unterstützungsniveau so in etwa 2,50. Dann kam im 2,20er Bereich nochmal so ein bisschen Unterstützungsniveau. Also diese ganzen Unterstützungsbereiche, je nachdem, wo dann der Markt entsprechend an den Tagen öffnet, welche Uhrzeit wir haben, haben wir natürlich entsprechend interessante Unterstützungsniveaus hier, die da definitiv interessant sein könnten, dass der Markt sich aus diesen Bereichen dann entsprechend wieder nach oben bewegt. Und es ist auch zusätzlich nicht auszuschließen, was allerdings dann für mich zumindest immer etwas schwieriger zu handeln ist, dass der Markt am Montag direkt weiter nach oben läuft und hier erstmal so der Bereich um die Marken. Wir haben hier zum einen noch so ein kleines mini-offenes Gap. Ich glaube, das ist so im 380, 390er Bereich. Also hier bedingt durch diese Hochpunkte, die wir hier hatten. Da ist, glaube ich, noch ein offenes Gap. Da kann man mal reinschauen. Wir werden hier ab kommende Woche im Livestream auch einen entsprechenden Indikator für solche Geschichten haben, den ich dann vorstellen werde von einem netten Herren bei mir hier aus dem Chat, aus den Livestreams. Und als nächster wichtiger charttechnischer Bereich ist dann erstmal auch der Bereich um die Marke 11.420. Durchaus anlaufbar, auch direkt anlaufbar. Interessanter wird es für mich, wenn wir erstmal leichte Rücksetzer sehen, um uns dann entsprechend an diese Bewegungshochs beziehungsweise dann eben auch weiter in Richtung 420, ja, weiter fortzuarbeiten. Und danach kommen natürlich weitere Widerstände, die eben weiterhin auch angelaufen werden könnten. Ich will es jetzt erstmal bei der 420 belassen. Wir können am Ende der Analyse dann das Ganze auch nochmal zusammenziehen und schauen, was kommt hier so als nächstes im Chart. Aber das sind ja hier dann auf jeden Fall interessante Bereiche. Und wenn man sich jetzt mal hier grundsätzlich bis auf die Momentumtage, die Wochenschwankungen mal anschaut, dann ist das hier durchaus denkbar und erstmal zumindest aus aktueller Sicht durchaus realistisch erreichbar, wenn der Markt diese Bewegungen in etwa in der Woche vollzieht. Und jetzt müssen wir uns das Ganze, wie ich es eingangs schon sagte, natürlich auch wieder auf der anderen Seite anschauen. Wenn der Markt diesen Bereich nach unten hier durchstoßen sollte, also 165 bis 150 nach unten durchläuft, so wie es dann in der vergangenen Handelswoche dann schon mal kurz stattgefunden hat, hier dann eben mit ein bisschen mehr Schmackes stattgefunden hat. Somit haben wir hier eigentlich grundsätzlich steigende Hochs. Ja, wenn man es mal so sehen möchte. Und der Markt läuft jetzt hier gegebenenfalls doch weiter nach unten, schafft es grundsätzlich hier nicht, irgendwie nennenswerte Stärke aufzubauen oder erst Stärke kommt dann doch wieder nach unten und sackt eben unter den Bereich. Dann ist es natürlich zum einen interessant, wie geht der Markt mit dieser 44 hier um, also mit dem Zwischentief da, mit diesem markanten Zwischentief jetzt quasi hier der Vorwoche. Also hier ist schon mal etwas Potenzial, etwa gute 100 Punkte in diesen Bereich rein. Wie geht der Markt hiermit um? Hier ist natürlich dann auch erstmal wieder Unterstützung da. Sollte zumindest erstmal Unterstützung da sein. Und ich denke, wenn wir hier drunter gehen, dann könnte sich die Volatilität auf der Unterseite auch etwas stärker vollziehen und hier der Markt auf jeden Fall erstmal natürlich 11.000. Aber dann denke ich, ist es hier nicht ausgeschlossen, dass wir die vorletzten Wochen Tiefs hier anlaufen, also den Bereich um die Marke 900 knapp darunter und dass dann sogar in einem nächsten Zuge die Unterstützung etwa 780 möglich ist. Ihr seht, dass jetzt die Long-Seite wieder etwas kleiner, geringer ist, die Ziele auf der Long-Seite etwas defensiver gesetzt, gewählt werden.
dann eben auf der Abwärtsseite auch wieder mit etwas mehr Platz gearbeitet wird, was hier definitiv denkbar ist, dass sich die Volatilität auf der Abwärtsseite etwas stärker vollzieht, weil es einfach eben nun mal so ist, dass die Abwärtsseite in der Regel etwas schneller vonstatten geht als die Aufwärtsseite. Und somit wäre das jetzt für die kommende Woche hier realistische Zielbereiche. Und wie gesagt, das kann hier durchaus auch mit etwas Schmackes vonstatten gehen, dass der Markt sich entsprechend dann gen Süden bewegt. Aber dafür müssen dann auch die US-Märkte endlich mal wieder so ein bisschen wenigstens konsolidieren. Da schauen wir ja gleich in anderthalb Minuten quasi drauf. Bevor wir das tun, nochmal ganz kurz das Bild im DAX hier etwas zusammengeschoben, dass wir nochmal schauen, was ist hier auf der Oberseite möglich. Wir sehen jetzt hier nochmal, wenn wir das Bild wirklich stark zusammenziehen, dass wir übergeordnet weiterhin hier abwärts tendierend sind, aber aktuell mit dieser Aufwärtsbewegung hier arbeiten. Ja, und das ist zwar im großen, ganz großen Bild nach wie vor eben nur eine Erholung im Abwärtstrend, aber da wir ja hier auch größtenteils im Daytrading unterwegs sind, ist jetzt hier natürlich Stärke geboten. Aber wenn jetzt hier eben, also 4,20, das hatten wir jetzt hier eben angeschaut, danach kommt dann übergeordnet wirklich der Bereich 6,75, aber das ist dann vielleicht übernächste oder überübernächste Woche der Fall. Und hier auf der Abwärtsseite, wie gesagt, da kann es dann auch etwas schneller vonstatten gehen, dass es dann in den Bereich 780 wieder geht. Ja, also das jetzt nochmal hier, dass man sieht, okay, da kommen so die markanten nächsten Widerstände auf der Aufwärtsseite, aber ich denke, das wird für die kommende Woche, vorsichtig gesagt, erstmal noch nicht spruchreif. Wir switchen auf den S&P, der da wirklich sehr sauber weiterhin aufwärts tendiert. Wir hatten auch hier vergangene Handelswoche mal kurzzeitig so einen kleinen Schreckmoment, für zumindest der ein oder andere hat hier wirklich mal kurzzeitig feuchte Füße bekommen, was da auch dazu führte, nicht nur im DAX, sondern dass auch die US-Märkte ein wenig kurzzeitig Abwärtsmomentum aufbauten, aber hier haben wir eindeutig das Bild auf der Long-Seite gehabt und wir waren auch hier kurzzeitig, wo der Markt eben so ein bisschen nach unten kam, so ein bisschen konsolidierte, einfach nur in diesem Bereich der alten Hochs und wir hatten hier auch schon gesagt, der Rutsch, der kann durchaus ein kleines Stück tiefer stattfinden, das haben wir eigentlich relativ perfekt in den Livestreams hier im Prinzip dann, ja, festgestellt und die Bereiche eben analysiert. Und dann ging es aus dem Bereich dann eben auch am Freitag sehr eindeutig wieder gen Norden. Und man sieht jetzt hier wirklich, dass der Markt, wir nehmen uns mal die grünen Pfeile dafür, weil wir ja aufwärts tendierend sind, dass wir hier wirklich sehr, sehr sauber einfach nur aufwärts laufen. Wir hatten jetzt hier den Test der Hochs und sind einfach wieder weiter gen Norden gelaufen. Was natürlich eben definitiv Käufe heranzog, bis auf diesen kleinen Verkaufsgedanken bei der Konsolidierung, wo wir ein paar Pünktchen rausziehen konnten und dann waren es eben danach auch auf jeden Fall Kaufgedanken und mein Gedanke war hier definitiv im S&P, dass hier eben diese Abwärtsbewegung auf jeden Fall noch nicht so stark gewertet werden sollte, wie sie auf kurzfristiger Ebene dann eben mal aussah. So, was sind ja oder was passiert jetzt hier im S&P aktuell weiter? Es ist alles weiterhin grün. Also die Frage, die jetzt eben oft kommt, ja, und der Markt, der läuft ja schon so weit und das hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen dann immer schon wieder besprochen. Ja, an jedem Punkt hier, wo der Markt eben mittlerweile ja aus dem Bereich der Tief 2319, wir sind aktuell fast an der 2800 wieder dran. Ja, also laufen hier über 400 Punkte relativ sauber gen Norden. Und fast der komplette Weg vom vergangenen Jahr hier scharf auf der Abwärtsseite wurde nun mittlerweile wieder schon fast aufgeholt. Und für diejenigen, die immer sagen, ja, der Markt, der muss doch aber dann auch mal zurückkommen. Der Markt muss erstmal gar nichts. Und auch hier ähnlich wie im DAX, man muss wirklich ganz trocken immer rangehen, sich die ganze Situation trocken anschauen. Wenn bestimmte Bereiche nach unten durchstoßen werden, dann könnte es durchaus sein, dass erstmal nur Konsolidierungen im Aufwärtstrend gegebenenfalls etwas ausführlicher ausgebaut werden. Und erst wenn dann definitiv hier eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs auf übergeordneter Zeitebene eintreten. Aktuell haben wir hier relativ eindeutig, teilweise mit sehr, sehr kleinen Rücksetzern, ja, hier hatten wir so ein bisschen so eine Seitwärtsschiebezone, teilweise mit sehr, sehr kleinen Rücksetzern sind wir hier ganz sauber aufwärts tendierend unterwegs. Und wenn der Markt dann hier irgendwann mal anfängt, eine Sequenz wieder fallender Hochs und fallender Tiefs auszubauen, schaut euch das hier an, das macht der Markt dann. Ja, hier natürlich dann auch irgendwann mit Momentum auf der Abwärtsseite, ja, dann kann man wirklich auch prozyklisch wieder sagen, okay, jetzt sind wir hier scheinbar dann doch wieder auf der Abwärtsseite unterwegs und wir werden uns dann eben auch etwas stärker der Abwärtsseite widmen. Solange der Markt das nicht tut und solange der Markt hier an Wochenhochs
zum Erliegen kommt am Freitagabend, solange ist der Markt hier erstmal noch aufwärts tendierend unterwegs. Und ich würde hier jetzt erstmal zwei Bereiche annehmen. Zum einen würde ich jetzt sagen, diese Tiefs, diese Zwischentiefs, die wir hier ausgebaut haben am Donnerstag, wo der Markt hier so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite ausbaute, knapp unterhalb der vorherigen Hochs, diese Zone hier im Bereich so, das ist so 28 bis 30, so Pi mal Daumen, ja. Solange wir dort drüber bleiben, ist das übergeordnete Bild weiterhin sauber aufwärts tendierend. Und das ist ja jetzt einfach nur hier im Prinzip der Bereich der letzten markanten Tiefpunkte. Aber ich würde hier noch einen zweiten Bereich annehmen, was da bedeutet, dass wir so eine Zone bekommen, die so ein bisschen Niemandsland bedeutet. Wenn wir hier eben, wir sind aktuell im Bereich 2778, 77, ja, wenn wir hier unter, also nennenswert unter die Unterstützung 63 rutschen und würde hier mal so diese Schiebezone der vergangenen Woche annehmen, ja, dieser Bereich hier um die Marke 55, 56. Solange wir da drüber bleiben, ist, denke ich, jedem klar, dass die Aufwärtsseite, auch wenn wir leichte Rücksetzer sehen, zum Beispiel wieder ganz normal an dieses alte Hoch ran, dass wir hier leichte Rücksetzer definitiv weiter auf der Aufwärtsseite erstmal fortsetzen können. Wir haben hier auch vielleicht den direkten Weg erstmal an das nächste Widerstandsniveau 2781, dann vielleicht wieder eine leichte Konsolidierung, um dann eben weiter zu steigen und einfach der Bewegung, wie sie da aktuell stattfindet, ganz normal weiter zu folgen. Auch der Rutsch hier in diesem Bereich 55, 56 wäre hier für die Aufwärtsseite weiter interessant. Sollten wir jedoch erstmal so ein bisschen, so ein Hauch schärfer hier gen Süden laufen, dann sollte man in diesem Bereich 55 bis, wie gesagt, das ist so die Marke, müssen wir gleich nochmal messen, 35 oder sowas, 35 bis 30. Sollten wir hier runterkommen, dann kann es durchaus sein, dass wir in dieser Zone eventuell hier ein wenig zum Erliegen kommen. Eventuell eine Seitwärtsschiebezone ausbauen und erst, und das ist das, was ich gerade sagte, wenn wir dann, oder nicht wir, sondern der Markt, der S&P, diesen in der vergangenen Handelswoche wichtigen Unterstützungsbereich, also diese alten Hochpunkte hier, ja, wenn der Markt diese nach unten durchschreitet, dann kann es sein, dass hier eventuell mal die Konsolidierung etwas schärfer ausfällt. Das heißt noch nicht übergeordnet, dass der Trendwechsel vollzogen ist. Aber es kann durchaus sein, dass übergeordnet, und da haben wir auf jeden Fall diesen 2700er Bereich, beziehungsweise auch noch der Bereich knapp darunter, dass hier eine Konsolidierung etwas schärferer Natur eintritt. Was dann natürlich dann auch bedeutet, erstmal auch wieder ein bisschen mit Momentum. Das ist dann der Blick, den wir eben auf den DAX auch schon hatten. Da hatten wir ja auch das Short-Szenario auf die Beine gestellt, ja, wo hier auch dann definitiv ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite eintreten kann. Solange der S&P hier oben bleibt, oberhalb dieser 55 ist im DAX auch Vorsicht geboten mit Shorts. Aber wenn wir unter die 55 kommen, kann das für den DAX schon bedeuten, da kommt schon Schmackes auf der Abwärtsseite auf. Hier im S&P kann das etwas länger dauern, beziehungsweise kann es sein, dass der S&P einfach nur seitwärts tendiert und der DAX auf der Unterseite wieder so ein bisschen übertreibt, sich dann gegebenenfalls irgendwann fängt und im S&P vielleicht gar nicht so viel passiert oder grundlegend in den US-Märkten, auch bedingt, da wir ja Montag, wie gesagt, den Feiertag haben, verkürzte Handelswoche etc., ja, kann das eben sein, dass das Bild so ausfällt. Und das wäre jetzt auch hier so mein Gedanke für die kommende Handelswoche, meine Bereiche oben long, dann so ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch wirklich die Schwünge abwarten, um dann gegebenenfalls hier vielleicht in der Unterstützung mal die Long-Seite zu probieren, ja, aber ein bisschen defensiver und hier unten dann, wie gesagt, Short. Wir schauen uns das Ganze im Euro-US-Dollar an. Der hat, und wir hatten ja hier, da müssen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart gehen. Wir kennen den Euro-US-Dollar ja jetzt wirklich über mehrere Wochen primär in dem Bereich und den muss man hier eben immer wieder ansprechen, weil einfach der Markt sich auch nicht nennenswert davon wegbewegt. 14,30 bis hinab zur 13,30 ist nach wie vor der Bereich, wo der Markt sich in den letzten Wochen und Monaten größtenteils aufgehalten hat. Also in diesem Bereich. Und wir haben es jetzt in der vergangenen Handelswoche mal geschafft, in diesem Short-Bereich, also unterhalb, ja, ich zeichne das jetzt hier nochmal kurz zu Ende. Vorletzte Handelswoche kamen dann die Reise von oben hier in den Bereich rein. Und dann sind wir unter 13,30 gewesen, was ja von meiner Seite dann erstmal schon mal so die ersten Short-Gedanken auf den Plan ruft oder rief und dann eben auch hier schon der erste Abwärtstrend mal platziert wurde im Euro-US-Dollar mit dem Gedanken, dass wir zum einen an die 12,60 laufen, beziehungsweise es durchaus realistisch schaffen können, an die in etwa 12,00 zu laufen, 1,2
12.00 und hier eben diese Abwärtstendenz gegebenenfalls weiter fortsetzen. Der Markt hat sich allerdings hier wieder etwas schwammig. Er kommt nicht so richtig in Fahrt. Wir sind zwar unter 12.60 gelaufen. Ich glaube, das Wochentief lag hier an der 30 Pi mal Daumen und sind jetzt wieder so in dem Bereich 12.60, gut 12.60 hier oder 12.90 sogar mit dem Schlusskurs. Und das bedeutet erstmal übergeordnet, dann wir gehen jetzt auch gleich auf die kleinen, auf das kleinere Bild. Übergeordnet sind wir unterhalb von 13.30 erstmal trotzdem weiterhin abwärts tendierend. Ich schiebe das Bild jetzt mal so ein bisschen zusammen. Zeichne jetzt hier nochmal kurz diese Seitwärts-Schiebezone ein. Ja, zack. Ja, haben ja den Bereich dann in der vergangenen Handelswoche. Wir sehen das ja hier, nachdem erstmal auf der Unterseite die Unterstützung hier getestet wurde. Ja, 12.60, ging es wieder in die 13.30. Und hier oben hatten wir dann gesagt, okay, da wir hier eben 13.30 als wichtigen Bereich haben, shorten wir doch auch in dem Bereich einfach mal mit dem Ziel, dass der Markt erst auf jeden Fall erstmal idealerweise wieder an die 12.60 läuft, beziehungsweise dann eben gegebenenfalls weiter Schmackes nach unten aufbaut. Das hat allerdings nicht ganz so funktioniert, da hier dann doch eben zwischenzeitlich immer wieder Erholungsphasen etwas stärkerer Natur stattgefunden haben, was da bedeutete, wenn man dann eben Stops von oben nachzieht und man muss das eben auch dann irgendwann mal machen, oder man muss nicht, aber ich mache das eben ganz gerne, dass ich, wenn ich eben entsprechend bestimmte Chance-Risiko-Verhältnisse schon erreicht habe mit einem Trade, dass dann eben der Stop nachgezogen wird, dass er auch, wenn man den Stop noch im Risiko hat, teilweise etwas aggressiver nachgezogen wird, was dann eben auch mal dazu führt, dass man doch wieder etwas ungünstig ausgestoppt wird, obwohl der Markt eigentlich so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir sind jetzt aktuell nach wie vor, wie gesagt, unterhalb dieser 13.30, was da bedeutet, wir machen es nochmal so ein bisschen fett, ein bisschen dicker hier, solange der Euro-US-Dollar, na Moment, das sollte jetzt ein Viereck werden, solange wir nach wie vor unterhalb dieses Bereiches bleiben, sollten hier Möglichkeiten auf der Abwärtsseite weiterhin gegeben sein. Und was da bedeutet, nach wie vor vielleicht nochmal der Test der 13.30, um dann hier wieder zu fallen, wieder in den Bereich 12.60 und wieder mit dem Gedanken, dass es hier weiterläuft. Oder wir laufen gleich hier so ein bisschen nach unten, wir bekommen so kleinere Erholungstendenzen, die wir dann entsprechend nutzen können für Short-Trigger. Nehmen wir nochmal ein bisschen dünner jetzt hier. Also immer so die Erholungscharakter an kleinere, größere Widerstandsmarken ran, würde ich schon mir anschauen, erneut für die Abwärtsseite in Richtung, wie gesagt, zum einen erneut hier der Bereich, der in der vergangenen Handelswoche nicht ganz so unwichtig war, 12.60, beziehungsweise dann erstmal in Richtung 12. Und man sollte nicht so viel erwarten vom Euro-US-Dollar. Also wenn wir hier vielleicht sogar nochmal ein kleines Stück nach oben kommen, 13.1, also 13.10, 13.30 und dann in die 12.00 rutschen, also 1,12, dann ist das schon eine gesunde Strecke und ich glaube, das ist dann auch schon fast für die Woche ausreichend. Man sollte hier gar nicht so stark von Schwankungen ausgehen und wir sehen, dass in der vergangenen Handelswoche auch wieder mal die Wochenschwankung, ja, wenn man sich mal schaut, wir hatten ja hier zum Ende der Handelswoche das Tief ausgebaut und in der Mitte der Handelswoche oder am Dienstag, glaube ich, war es Ende des Dienstags, hatten wir hier den Hochpunkt. Die Wochenschwankungen sind hier nicht sonderlich groß, vorletzte Handelswoche mal ein bisschen mehr. Hier hatten wir dann das als Wochenschwankung, davor war es dann in etwa so groß. Ja, also die Wochen sind hier nicht groß von den Schwankungen. Und wenn man das sieht, wie kann man das messen? Das kann man zum Beispiel messen mit der ATR, das machen wir ja an dieser Stelle auch immer ganz gerne. Wir gehen auch einfach auf den Wochenchart, schnappen wir uns hier unten diese blaue Linie, das ist die Average True Range, die durchschnittliche Schwankung. Und da liest man aktuell ab, dass der Markt pro Woche, ja, Wochenschwankung, durchschnittlich 149 Ticks schwankt. Moment, ich mache das nochmal kurz, ziehe das Bild mal zusammen. Wir sind im Wochenchart. Jeder Balken ist eine Woche. Und dieser ATR rechnet einfach, wir sehen, jetzt müssen wir das nochmal so ein bisschen zusammenziehen hier. Wir sehen das hier, da kann man fast gar nicht sehen, diese Linie hier unten, ich mache mal einen Pfeil, die geht fast in den Keller hier. Ja, zack, wir sind hier seit Ewigkeiten wirklich auf einem Tiefpunkt. Ja, was da bedeutet, die durchschnittliche Schwankung im Euro-US-Dollar, man sieht das, schaut mal hier, waren die Wochenschwankungen teilweise noch wirklich relativ hoch. Zusätzlich waren wir hier sogar noch im Trend. Ja, auch hier hatten wir immer noch mal größere Wochenschwankungen, diese blaue Kerze hier dann eben nach oben und so weiter. Und wir sehen hier Woche für Woche, dass diese Körper und die Dochte und Lunden dazu immer kleiner werden. Und was da bedeutet, 149 Ticks
durchschnittliche Wochenschwankung, das ist fast gar nichts. Das haben wir im DAX am Tag, wenn man es mit den Punkten, mit den DAX-Punkten mal vergleicht. Das haben wir im Dow Jones am Vormittag oder am Nachmittag durchschnittlich. Also wirklich, der Euro-US-Dollar ist nach wie vor extrem gering und somit sollte man auch hier nicht mit zu hohen Erwartungen von den Bewegungen her herangehen. Das ist ganz wichtig, das sollte man wissen und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den jeder in sein Trading mit implementieren sollte, wenn es darum geht, was könnte jetzt zum Beispiel in der kommenden Woche oder von mir aus auch in den kommenden 2, 3 Wochen vom Markt erwartet werden. Auch wenn er dann eben in einen Trend übergeht, sollte man trotzdem nicht mit exorbitant großen Bewegungen rechnen, solange einem der Markt das entsprechend nicht zeigt. Also das ist jetzt nochmal der Ausflug dorthin und wir wissen, dass wir hier durchaus unter 13,30 wieder in Richtung 1,12 beziehungsweise vielleicht idealerweise ein Stück weit tiefer rutschen könnten. Und wenn wir wieder über die 1,13,30 gehen, dann sind wir wieder in der Seitwärtszone. Bedeutet für mich dann erstmal wieder Füße stillhalten. Abschließend der Blick aufs Gold. Hier hat der Markt eigentlich sehr, sehr schön, wenn man es eigentlich ganz genau nimmt, sehr, sehr schön performt in der letzten Handelswoche. Eigentlich auch so, wie wir es angenommen haben, nur dass hier nochmals dann der Versuch auf der Aufwärtsseite stattgefunden hat. Erstmal ohne Erfolg, dann nochmal mit Erfolg. Also wir hatten in der vorvorletzten Handelswoche hier schon mal einen Versuch auf der Long-Seite. Jetzt muss ich mal überlegen, wir hatten dann auf jeden Fall diese Woche, ich wusste schon, ich muss nochmal gucken, ob ich hier eben 3 oder 2 Versuche auf der Aufwärtsseite hatte. Dann hatten wir hier, hatte ich dann nochmal einen Versuch auf der Aufwärtsseite auf jeden Fall. Beide Versuche sind hier mit kleinem Risiko rausgeflogen. Ja, weil einfach der Gedanke war, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch so ausgebaut, dass hier dieser Bereich massiv Widerstand darstellte. Und einfach der Gedanke war, dass Gold ohne Probleme, wenn wir da durchbrechen, mal mit Momentum hier im Endeffekt nach oben geht, 1,21 beziehungsweise dann eben auch 1,26 beziehungsweise 1,2650 hier die Bewegungshochs durchaus anlaufen kann. Dann startete er diese Woche schon mal ganz kurz nach oben durch, rutschte dann doch nochmal in die 13,05, die dann eben sowieso schon für uns extrem wichtig war als Unterstützung. Und dann konnten wir hier oben dann den Ausbruch handeln, die Position handeln. Der Markt entwickelte sich erstmal recht gut für uns, kam dann allerdings wieder zurück in dieses Ausbruchsniveau auf übergeordneter Zeitebene. Bedeutete das auch, dass wir hier zwar dann einen kleinen Gewinn mitnehmen konnten, einer von diesen Fehltritts somit quasi durch den Gewinn relativiert wurde, aber das Ganze hier noch nicht ganz so funktioniert hat, da der Markt hier so blöd choppy war und wir hier entsprechend dann eben ja den dritten oder vierten Versuch dann erst halbwegs irgendwie ins Rollen brachten. Aber was haben wir jetzt vom Gold als Signal bekommen? Mensch, ihr habt gar nicht so Unrecht mit der Aufwärtsseite. Diese Bereiche, diese Schiebezonenbereiche, Moment, machen wir es wieder ein Viereck draus. Also, dieser Schiebezonenbereich 1314 bis zu der Unterstützung 1305. Beide Bereiche liegen hier schon seit einer Weile im Chart drin. Und wir sehen, dass diese Bereiche wichtig waren und wir sehen, dass dann eben auch der nächste Bereich hier im Chart eingezeichnet wichtig ist, denn zum einen ist es das Wochenhoch, zum anderen ist in dem Bereich einfach auch der Wochenschlusskurs. Und was bedeutet das jetzt? Oberhalb von 13,14 und dieser Bereich bleibt und war wichtig, er war lange Zeit Widerstand und sollte jetzt auch in Zukunft erstmal Unterstützung bieten. Somit ist der Bereich, wir machen es andersfarbig, 13,14 für mich für die kommende Handelswoche der richtungsentscheidende Bereich. Kurse darüber sind weiterhin für die Long-Seite gut. Leichte Rücksetzer, vielleicht sogar nochmals ein Rücksetzer in diesem Bereich, könnten für Einstiege nicht ganz so uninteressant sein. Vielleicht dann auch auf kleineren Zeitebenen kleinere Rücksetzer mit dem Ziel, dass wir natürlich zum einen auf kleinerer Zeitebene den Bereich 13,21 in Richtung des Wochenschlusskurses dann wieder laufen, beziehungsweise natürlich hier definitiv diese Bewegungshochs hier in dem Bereich 1326 definitiv angelaufen werden können und dann natürlich eben auch gegebenenfalls der Trend sich sauber auf der Aufwärtsseite fortsetzt. Und das alles oberhalb von 13,14. Und jetzt ist es, denke ich mal, für den einen oder anderen schon klar, wie es jetzt weitergeht mit der Analyse. Wenn wir unter 13,14 rutschen, ich zeichne es einfach nur mal ein, und dann wisst ihr quasi schon, wieso meine Denkweise wäre in diesem Bereich.
Vorsicht, natürlich Vorsicht, natürlich auch nochmal hier unten, vielleicht mit dem Gedanken, die Aufwärtsseite einfach mal zu probieren, mit dann dem Ziel, dass der Markt hier eventuell wieder in so einer Seitwärtsschiebezone hängt, mit dem Gedanken, dass es in Richtung 13, 14 geht. Und ich würde es mir dann sogar mal eben anschauen, situativ überlegt, wenn wir hier unten sind. Wir haben darunter ja so die markanten Tiefpunkte. Der liegt so in dem Bereich ganz knapp oberhalb von 1300. Wenn wir hier dann runterkommen und hier irgendwo dazwischen sind, in diesem Bereich, würde ich dann auch mal vorsichtig schon schauen, dass ich die Abwärtsseite erwische. Denn ich denke, wenn wir die 1.13 nach unten durchstoßen, dann haben wir zum einen den 1297er Bereich beziehungsweise hier diese 1290 als einen realistischen Bereich, der angelaufen werden kann. Die 97, das ist so die Zone hier oben, also diese alten Hochs aus der Vergangenheit, ja, wo vorher eben auch wieder des Öfteren Widerstand herrschte. Ja. Wir sehen das hier und der Markt, der dann irgendwann mit Schmackes durchging. Dieser Bereich ist natürlich dann zum einen als erste Unterstützung, aber ich kann mir durchaus gut vorstellen, wenn der Markt dann die 1.300 nach unten durchschreitet, dass es dann hier durchaus mit ein bisschen mehr Momentum geht und dann haben wir hier die Mitte dieser Schiebezone. Wer sich mit dem Volumenprofil auseinandersetzt, der wird hier sehen, dass wir hier quasi im Volumenprofil auch so einen Berg haben. Ja, zack, und dann geht es hier wieder so ein bisschen rein und hier auch so rein. Ne? Also hier kommt so eine Auswölbung und diese Auswölbung, die kann dann oder sollte eigentlich zur Unterstützung wirken, beziehungsweise wirkt ganz gerne magnetischer Natur und somit ist es dann hier auf der Abwärtsseite denkbar, was dann natürlich zu Abwärtstrades führt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier in den entsprechenden Livestreams früh 8.50 Uhr DAX Long oder Short, nachmittags 15.45 Uhr die US Opening Bell, immer eine halbe Stunde Live-Analyse, teilweise Live-Trading von meiner Seite. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne euch erstmal Good Trades und Mega Trading für die kommende Handelswoche. Euch alles Gute und nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.